Vor 3 Jahren wäre ich noch nicht bereit gewesen. Ich glaube, ich habe wie noch ein paar Sachen müssen machen, um die Ruhe zu finden. Ich habe auch immer einen sehr hohen Anspruch an mich als Mutter gehabt, eigentlich. Und ich glaube, jetzt bin ich bereit, um das zu geben. Und das Tempo drosseln und sich von jemand anderem sagen lassen, wie jetzt das Leben so läuft. Am Anfang, ich meine, ich habe 37 Jahre lang gemacht, was ich wollte. Ich war nicht mega gerne schwanger. Mich hat das so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht, was da mit dem Körper passiert. Und für mich war jetzt mehr so die Wohltat gewesen. Jetzt ist Carly endlich da und mein Körper ist auch wieder Schmine. Da. Das Thema neues Frauenbild. Du hast in der Essie einfach erzählt, dass du nach 4 Monaten wieder anfängst zu arbeiten und glücklich bist dabei. Und da haben sich ganz viele Frauen negativ geäussert. Wie erklärst du dir das? Also mein Motto im Leben ist Leben und Leben lassen. Mein Setup, meine kleine Familie, wie die funktioniert, ein paar enge Leute rundherum, das kann ich beurteilen. Und in allen anderen Fällen wage ich mich nicht, über das Glück von anderen Leuten zu urteilen. Und ich habe gemerkt, dass andere Leute das mit Wonne machen. Wie gehst du eigentlich mit Kritik um? Wenn es sachlich ist, glaube ich, kann ich es wirklich sehr gut annehmen. Wenn sie unsachlich ist, bin ich relativ gut geworden im Ignorieren. Wenn jeder dann plötzlich auch noch ein Figaro ist und kann meine Frisur beurteilen, dann finde ich, okay, es muss sie auch nicht jeder gut finden, verlange ich überhaupt nicht, aber man kann sie mir einfach lassen. Also es ist ja eine mega intensive Zeit, in der ich eigentlich wenig Raum hatte, um zu finden, oh, jetzt würde ich eigentlich gerne lieber etwas anderes machen. Und das hatte ich auch bis zum ersten Tag, als ich ins Büro gelaufen bin, nicht gehabt. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich reingekommen bin, wie fest das Fernsehmachen Teamwork ist. Ich bin irgendwie die ersten 3 Stunden bin ich von einem Tisch zum anderen und habe hallo, wo siehst du dich beruflich in 10 Jahren? Oh, das ist eine gute Frage. Dann bin ich 47. Dann werden sie mich wahrscheinlich am Sender schon nicht mehr sehen. Ja, außer mit viel Botox. So ist es ja bei uns. Ja, genau, völlig verbotoxt in irgendeinem Sportstudio. Ich bin einfach realistisch. Eben, die Halbwertszeit von weiblichen Fernsehleuten, die ist einfach gegeben. Weil brutalerweise in unserer Welt niemand will alte Frauen am Sender haben. Ich bin ja jemand, der sich selber auch immer wieder einmal hinterfragt. Und dann gibt es auch wieder Momente vom Zweifeln. Oder eben, mache ich alles richtig jetzt im Zusammenhang mit den Kleinen? Das betüft sie, sensible sie, das kennst du auch von dir. Ja, und meine Reaktion darauf ist natürlich dann sehr emotional. Ich bin so eine, die relativ oft Mails für den Kübel schreibt. Mhm. Also Mails, die ich eigentlich aus therapeutischen Zwecken für mich zur Psychohygiene schreibe. Und nie abschicken. Wenn du zurückschaust auf deine Familienkonstellation, sieht das ja sehr bodenständig aus. Ist absolut bodenständig, sehr bodenständig. Und ich finde, ich habe auch so die Werte vermittelt bekommen, wo man vielleicht als Kind, wenn du am Samstag musst jetten, anstatt irgendwie, ich weiß auch nicht, in die Stadt lädeln oder so, dann so findet man das nicht lesen. Und jetzt, ein bisschen mit der Sicht von der Carly, wo ich jetzt selber Mutter bin, finde ich natürlich eigentlich mal so die Haustür, das vor der Haustür zeigen, total etwas Wertvolles.